So, hallo an alle zur nächsten Folge vom Megaprojekt. Ich habe einen kleinen Tipp bekommen, wie man diese ganze Ofengeschichte umgehen kann, die wir da gemacht hat. Denn lass mal kurz hier die Welt laden. Moment, ich sehe noch nichts. Ist immer noch nichts. Immer noch nichts. Lass die Welt laden. Immer noch nichts. Der baut sich noch auf. Und jetzt geht's langsam, langsam. Es ist dunkel. Moment, keiner ist drauf. Hier kurz pennen, damit es wieder Tag ist. Und zwar einen kleinen Tipp im Sinne von der Brennstoffsache da unten. Man kann auch Holzkohle reinschmeißen. Muss keine normale Kohle nehmen, es geht auch Holzkohle. Und dazu habe ich immer noch Holzkohle, ne, hier oben drin, ne? Gelagert. Kohle. Charcoal habe ich gar keine mehr so grob hier drin. Wo habe ich die hingetan? Apropos hier, das Peak kann ich raustun. Irgendwo müsste vielleicht noch ein bisschen Holzkohle sein. Ich weiß, ich habe viel verbrannt, viel Verbrauch. Ups, jetzt sag ich es wieder. Nee. Das ist schlecht. Und ich weiß nicht, warum hier schon wieder alles so ruckelig ist. Ob das hieran liegt oder... Ich muss mal ganz kurz auch gucken im Gemeindezentrum und... Oh, hier war ja auch noch Töpfe, die ich noch gar nicht entfernt habe. Habe ich gar nicht gesehen, weil ich gar nicht rausgegangen bin. Oder in die Richtung jedenfalls. Was könnte denn noch so hart laggen? Ja genau, hier ist übrigens noch ein Kuchen und ein Dia. Von Conny und Dena habe ich, glaube ich, auch schon mal was von gehört. Stehen noch weitere Töpfe rum. Warum? Was habt ihr hier so viel Platz wegen den Bricks und so? Ich habe den Weg so schön gemacht und jetzt wird hier alles zugestellt. Naja, das ist schade. So, dann nochmal. Und Portal, die ich nicht kenne, gehe ich definitiv nicht rein. Weil das endet so meistens böse. Ja, und hier ist es auch ruckelig. Die Sache ist die, hier hat sich keiner Zeug rausgenommen, gell? Hat sich überhaupt schon mal jemand Zeug rausgenommen? Weil das Problem ist nämlich, hier unten staut sich jetzt alles zu Massen drin. Und wenn ich Massen meine, dann meine ich Massen. Viel zu krass. Viel zu krass. Und wenn die hier keiner braucht, dann muss ich gerade mal Folgendes machen. Alles rausfallen lassen, in der Hoffnung, dass es decayed. Ich muss ja ab und zu mal die Anlage warten und ja. Gut, die will halt keiner. Ich meine, ich habe sonst sowas weggeschmissen, das ganze Zeug. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch wieder wegschmeißen. Ich will erstmal nur nicht, dass hier zu viele Ruckler entstehen. Deshalb lasse ich die Items rausfliegen. Ich meine, die werden dann sogar nach 5 Minuten müssen die verschwinden. Und dann sind die Lags entfernt. Es wird jetzt gerade ruckelig, ja, wie die ganzen Items. Ich habe Vermutung, dass das hier noch das Problem ist. Weil das ist ja praktisch wie diese Solarpanel-Farm, Anführungszeichen, auch mit so einem tonnengroßen Item-Teil hier. Ruckel. Meine Mitte ist natürlich auch wieder voll. Eigentlich aber könnte ich ja mal... mir selbst auch mal Refined Iron holen und eine Kiste tun, weil ich habe immer so wenig im Lager. Das wäre mal was. Refined Iron in der Kiste. Das mache ich gerade mal. Ich habe ja noch Rucksäcke normale. Boah, damit kann ich die Doppelkiste füllen. Dann kann ich oben in meinem Refined Iron Tresor das Zeug reintun, weil da fehlt es nämlich immer. So viel dazu. Wenn es keiner will, bitte nehmt mir das Zeug doch mal ab. Ich mache jetzt unten runter zum Ofen gehen, aber egal. So, wo sind hier? Da sind die Rucksäcke. Candice Bag nochmal und nochmal ein Candice Bag. So, und hier unten war die Refined Iron Kiste, gell, da ist nichts drin, da können wir einfach mal Zeug reinfüllen gerade. Genau. So, und ich hätte noch Sand und alles mögliche dabei, was ich auch schon wieder fast nicht brauche, gerade jetzt wieder. Uah. Pass mal auf, wenn wir einfach hier reingehen. Hier war nichts drin, glaube ich, und was war hier mit? Da war auch nichts drin, schön. Da kann ich hier das ganze Refined Iron reintun und den anderen genauso. Einmal kurz durchgehen. Wow, voll nervig mit den Blumentöpfen. Stehen die echt überall auf jedem Grundstück? Ich glaube nur hier so ein bisschen. So ein Ruckel. Ruckel? So, jetzt gerade mal runtergehen. Ja, ich müsste hier eigentlich einen Rucksack aufmachen und dann könnte ich ja fast schon das rüberlegen, wenn ich das so mache. Geht das? Ja, das geht. Achso, ne, warte. Oh. Raus, zack. Muss ja jetzt gucken, dass ich mal das Richtige einsammle. Weg. Da ist Refined Iron. Das sind so viele Items. Ich kann das echt nicht gebrauchen, alles. Ich muss das echt ohne Witz eine Void Pipe laufen lassen, wenn die alle Kisten voll sind zum Beispiel. So, davon hätten wir alles. Und dann nochmal hier in die Ecke. Ich
könnte man das ja auch irgendwie machen, dass wir noch eine Voidpipe anschließen, dass alles, was nicht einsortiert wird, das wird dann einfach, ja, gedingst, weggehauen. Oh, verdammt, muss ich hier Dings machen? So. Achso, genau, die Cobble-Transport-Pipe, die muss ich behalten. Und dann der Rucksack. Zack, zack. So. Genau, hätte ich schon mal alles davon eingesammelt. Die Pipe könnten wir wieder anschließen. Eigentlich fast, obwohl jetzt kommt hier wieder Zeug raus. Ich glaube, hier kann ich eine Voidpipe hinsetzen. Das heißt, wenn alle Kisten voll sind, dann ploppt es halt in die Voidpipe. Das mache ich mal. Weil ansonsten müssen wir das andauernd wieder machen. Oder ich warte noch damit für ein bisschen, weil ich brauche ja, wenn dann komplett den Tresor voll, habe ich ja noch nicht. Ist ja jetzt nur halb voll gefüllt, dank dem Zeug hier. Dank dem einen Rucksack. Einmal machen wir das noch und dann, ja. So, und dann Jump. Ich kann auch wieder mal gucken, wie viel uns zusammenkommt. Ist ganz ehrlich, wir müssen irgendwann nochmal eine Folge machen, wo wir wieder in Half-House craften, weil das ist so, wow. So, alles erstmal hier rein, mehr oder weniger. Beziehungsweise ich brauche Platz. Ich brauche ja gar kein Dings mehr jetzt. Also diese Geschichte hier mit dem Sand und bla und dies und das. Kann ich ja gerade mal raustun. Die Bricks kann ich raustun, das kann ich raustun. Das Eisen kann ich jetzt mal nicht raustun. Warte ich nochmal, dann. Ja, das kann raus. Was ist das? Wie mit der behalte ich? Das sind immer so viele Standard-Items, die irgendwie immer dabei haben muss. So, und zwar. Man kann das jetzt hier rausnehmen. Und dann kann man es schön in die Kiste einsortieren. Nämlich da. Genauso muss es sein. Dann wähle ich mich wieder, welches braucht. Zum Beispiel bei dem HV-Dingens, wenn ich dann die Machine Blocks herstellen will, dann fehlt es nicht wieder. So, gleiches Spiel nochmal. Beziehungsweise ich könnte eigentlich gleich überschüssiges Refined Iron. Moment. Da musste ich mich kurz muten, da kam ein übelster Incoming-Huster. Der muss natürlich raus, ohne dass ich es in der Aufnahme drin habe. Kann ich so nicht machen. So, gucken wir gerade mal. Ich glaube, das war schon, ne? Das war es tatsächlich schon. So viel dazu übrigens hier, das mit dem Essen, das klappt wunderbar. Muss nie wieder nachfüllen. Außer hier jetzt so ein bisschen, ne, da füllt. Und ne, warte mal kurz, eine kommt raus, zack. Und so machen wir das. Und ich müsste doch mal einen Nanosaber herstellen. Hatte ich bis jetzt noch nie gemacht. Bin, glaube ich, der Einzige fast. So, Magma Green kommt auch wieder raus. Dann, genau, Holzkohle. Suche. Beziehungsweise, wenn es hier echt spontan irgendwo drin ist, dann werde ich das schon überall verbraucht haben. Vielleicht, warte mal. Vielleicht ist hier noch was drin. Nein. Gut, ich muss es selbst herstellen. Geht ja relativ simpel. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich schmelzen muss für den Dings. Deshalb werde ich mal kurz mir einfach mal ein Stack Holzkohle machen. Meine, warum einfach ein Holz? Das schmelzen wir durch den Ofen, dann klappt das alles. Mach mal 17 Stück, die sollte eigentlich reichen. Eigentlich. Die da. Genau. Und irgendwie hakelt es trotzdem immer noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Ich gehe mal so komplett durch. Am Getreidefeld liegt schon mal nicht in einem Golem. Das ist alles klar. Also in dieser Etage, die oben da, hakelt nicht viel. Oben drüber auch nicht viel, da passiert nicht viel. Das Einzige, was hakeln könnte, sind hier die Engines, aber es sollte gar nicht so viel ziehen, oder hier die hier hinten. Aber die müssten wir eigentlich nochmal, austauschen durch die, Gates. Und da fällt mir gerade was ein, Moment mal. Apropos Gates, da könnten wir doch zwischendrin nochmal einfach ein paar herstellen, beziehungsweise machen. Oder was auch immer alles. Und zwar, wir brauchen nochmal dann Enderperlen, 16 Stück, und Eisen habe ich, und Redstone müsste ich auch noch irgendwo haben. Habe ich noch Redstone? Doch, tolle 1. Ich gehe mal hinter zu den Lasern, da gucken wir uns das Ganze mal an. Zu den Lasern, wie viel da wieder zusammengekommen ist. Da müsste ich nämlich wieder mal ein paar von diesen Enderteilen machen. Und dann kann ich wieder die autarchic Endgates machen, die mir das Zeug automatisch rauspumpen, ohne so viel Aufwand. So, man sagt das Ding hier. Wir haben Iron Endgates drin aus
Ich mache jetzt mal so ein paar Pulsating Chipsets. Einfach mal so Pulsating Chipsets. Weil daraus plus die Endgates können wir dann einfach wieder die Autarchic-Dinger machen. Hier sind auch schon noch ein paar Chipsets drin. Plopp, die kommen raus und dann sollte das eigentlich laufen. Ja. So viel dazu, es wird Nacht. Seid mir übrigens auch nicht böse, die Folge wird euch heute ein klein wenig kürzer. Die andere auch, weil ich spät dran bin. Wir haben schon 10.27 Uhr und wenn die pünktlich heute um 14 Uhr kommen soll, dann muss ich die jetzt gleich schon hochladen. Weil mein Internet ist ja nicht so schnell, wa? Es gibt einen Screenshot, da ist der Beweis. 10.28 Uhr am 20.09. Party. Und den hier vorne baue ich gerade mal ab. Plopp, der Kokos ist leider auch verschwunden, aber da konnte ich jetzt nichts mit anfangen. Ein Schild kann weg, verschwindet auch von alleine. Villas Park. Jo, hier geht's hoch, da geht's rein. Dann habe ich jetzt genug Holzkohle, um runter zu gehen und die Dinger zu schmelzen. Nämlich Eisen digitiert zu Stahl. Und das haben wir von da. Und ich guck mal kurz, wie viel wir brauchen. Ich glaube, ein Holzkohle war so knapp wie ein Eisen. Bin mir gerade ein Stahl. Bin mir gerade nicht sicher. Holzkohle geht tatsächlich. Warum geht da keine normale Kohle und kein Peat und kein was weiß ich nicht alles? Na, es dauert ein bisschen jetzt. Boah, wie lange dauert das denn? Ich habe schon eine verhauen. Und das Ding ist gerade mal zu die Hälfte voll. Ne, 20% voll. Oh, das wird teuer. Ich muss mir noch mehr Holzkohle machen. Das wird teuer. Das wird richtig teuer. Ich hau mir gleich den ganzen Stack durch. Da, normales Oakwood. Gleich, eigentlich Quatsch, muss ich ja da hoch. Nicht ein Crafting Table. Gleich einen ganzen Stack durchgeheizt. Oh ja. So, und ich müsste übrigens mal für hier hinten vielleicht mal wieder die Farm anschmeißen. Wegen neuem Holz und so. Geht tatsächlich mal aus. Hey, jo. Ich brauche ja hier Humus. Das wird hergestellt aus Kompost, soweit ich weiß. Und boah, meine Stimme ist echt immer noch nicht auf vollem Maße. Guck ich mal ganz kurz. Humus. Dann geht das wieder von alleine weiter. So. Normale Erde und Kompost in der Mitte. Schön, das kriegen wir hin. Normale Erde, Kompost in der Mitte, Kompost habe ich ja noch. Und dann fülle ich da mal eine ganze Portion Humus nach. Also Erde. 8 Stück plus ein Stack Humus. Kriegen wir auch 8 Stack Humus wieder raus. Genau, so. Und mit dem Zeug, da geben wir es mal hin. Lop. Das kommt dann hier rein. Dam. Ups, zu viel. Und dann können aber jetzt neue Sachen gepflanzt werden. So, und die tue ich mir gerade nochmal hier rein. Weil, ich Platz brauche. So, Moment. Der kommt hier rein. Dam. Und eigentlich müsste die Anlage jetzt auch schon Zeppelin gleich pflanzen. Nee, warte mal. Der Energy Storage ist hinten. Es ist gerade Nacht. Das mache ich gleich mal kurz. Mal kurz pennen gehen. Und wenn Tag ist, dann sollte das Ding wieder automatisch pflanzen und Bäume wachsen und abernten und dies und das. Mache ich mal da rein. Oh, dann gibt's Experience. Ja, blablabla, da fliegen sie auf mich drauf. Trotzdem, ich muss jetzt einen kleinen Cut machen, damit die Folge rechtzeitig kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und tschüss.